457 Mala Vista Street. Na, hier hat meine Frau gemeint, soll ich hingehen, weil ich ja Angst habe vorm Arzt. Die mir helfen können? Hallo, Entschuldigung. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei In Dusche Deluxe. Sehen Sie diesen Kaktus dort? Das ist das billige Paket. Wir haben aber da hinten auch hübsche Bananenaufsätze, die Sie nutzen können. Und damit bekommen Sie eine super sanfte und auch extrem darmgesunde Innenspülung für nur $1. Ja, und das wirkt, weil meine Frau, die hat gesagt, ich sollte mal unbedingt hin, denn ich stinke aus meinem... Also die meisten Leute fühlen sich danach extrem gut. Okay, dann bin ich wohl der erste Kunde. Ja, dann lasse ich mich mal von innen abspritzen. Dann bitte auf den Kaktus. Der Kaktus ist für $1, Banane für $2. Ja, dann nehme ich Aber ich nehme zwei. $2? Nein, noch nie hat jemand $2 bezahlt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den Kaktus genommen hat. Nein. Alle nehmen den Kaktus. Oben sind schon gar keine Nadeln mehr. Das ist doch geisteskrank. Auf der dicksten Spitze sind gar keine Nadeln mehr drauf. Das stimmt sogar, wirklich. Ach, den Knopf kann man umbauen? Ja. Na, das ist ganz gut. Mehr Platz. Aber wir brauchen doch ein Obstregal. Ah, das Spiel sagt halt, du brauchst alles zweimal. Dann hocke ich mich mal an eine Kasse. War der wild, Alter. Schliefen ist leer. Wir haben uns das Schliefen leer gekauft, du. So, haben ein bisschen was bestellt. Jo, ich gehe in Kasse, wenn du willst, dann kannst du mal ein bisschen hier Regal aufbauen und ein bisschen da hinten im Lager Ordnung machen. Junge, du hast ja schon einen ganz krassen Silberblick. Guckst du schon wie ein Chamäleon. Den kassiere ich noch hier, du. Was kriegt der denn? 91, du. Ist dir mal aufgefallen, dass unsere Kunden immer vernarbter und kranker aussehen? Der hat auch irgendwie ein ganz widerliches Geschwür. Guck, geh mal hin. Der hat echt ein widerliches Geschwür da am Kinn. Siehst du das? Ah ja, Alter. Das ist doch... Ja, das ist doch so ein typisches, wenn man Warzner Bier trinkt. Das gute alte Warzner. Warzner. Das gute alte Warzner Edelherb. So. Joa, hab mir einen Silberblick an der Kasse so besorgt. So ein Lagersystem haben wir nicht, ne? Nö, müssen wir noch irgendwie, aber. Moment, Chaos, ne? Ah ja, das macht ja nichts. Hauptsache, die Leute kaufen Zeug. Wenn du hier zu lange sitzt, kriegst du aber auch irgendwie Schaum vor den Mund, ne? Wo haben wir denn? Haben wir denn kein Apfelregal oder so? Jo, nee, hab ich ja gerade eben bestellt. Musst du hinstellen. Ach so, ja, ich hab's gefunden. Wie dreht man das? So. Schön neben dran kloppen und dann halt Äpfel. Oh, die Salate sind leer. Das Regal passt hier nicht hin. Ah doch, so, ganz knapp, du. Steht aber ein bisschen mit in dem anderen drin. Wir haben keine Salate mehr, wir brauchen Salat. Nice. Salate. Ich muss erstmal hier die Avocados. Salatik ist leer, ne? Ja, ja, ich muss erstmal den Karren hinten leer räumen, du. Da ist ja alles drin, was du hier, Mehl und so. Boah, die machen jetzt aber auch nur so XXL-Masseneinkäufe. Na, hoffentlich, du. Ich gebe jetzt 94 Cent einzeln, weil ich sie richtig hasse. Wo ist denn das Schleifenbier? Ist das da oben, oder? Stell dir mal vor, da musst du gucken, ist, glaube ich, leer. Stell dir mal vor, du gibst jemandem wirklich 94 Cent. Ja. Ausrecht und so. Ja, bitte. Haben Sie eine Socke voll Kleingeld, ne? Exactly what I need. Beim nächsten Mal zahlen Sie mit Karte, dann lernen Sie dazu. Thanks for the quick service. Boah, Alter, was ist denn los? Die haut mir hier voll den Korb hin. Ich wusste gar nicht, dass wir Körbe haben. Just what I was after. Thanks. Just these today. Der kauft auch nur Crack und Chips. Haben wir noch helles Warzig irgendwo? Musst du gucken. Alter. Exactly what I need. Du, uns gehen hier die Kuchen aus, ne? Wir wollen jetzt diesen Ananaskuchen. I'll use my credit card. Dann haben wir auch nichts mehr im Lager, oder was? Oh, nee, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist weg. Uns geht hier böse alles aus. Ware bestellen. Hier so Waschpulver brauchen wir noch, Mehl brauchen wir noch, Kartoffelchips brauchen wir noch. Zucker, hier, Puderzucker, den hauen sie uns auch gerade weg. Den inhalieren die weg. Ananas. Just this. Einzig Bier brauchen wir noch. Das gute Schneider. Milchkarton. Goodbye. Frühstückskekse, Puderzucker. Ah, er kauft auch nur Spirituosen. Und ein Avocado. Der sich dann wahrscheinlich einführen wird.
Der hat sich einen Apfel eben gerade hinten reingeschoben, der Mann. Der da vor dir steht, der hat sich gerade selbst geapfelt. Der hat sich gerade selbst eingeapfelt. Der hat sich einen eingeapfelt, der Arme. Just thank you. Exactly what I need. Bring these up. Wir haben bring viel zu viel exactly hier. In den Regalen so. Der Sugar. See you next time. Oh, Alter, glüht mir aber auch echt die Furche, du, ne? Dann brauchen wir hier Blue Milk noch. Wo ist denn die blaue Milch da? Blue Mountain Milk. Können wir auch Kartons zusammenführen, so? Nee, leider nicht. Ja, hier ist ja auch wieder alles leer. Chips und so, ne? Ist alles weg. Mehl. Wahnsinn. Boah, Salat geht aus. Wir hauen uns hier irgendwie den Chemosalat weg. Ja, Mehl war auch schon wieder alle. Waschpulver, ey. Was ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Ja, wenn man hier so viel Chemie frisst, hat man auch ganz merkwürdige Kacke, ne? Muss man halt auch sagen. Hat mir noch irgendwo Chips? Ja, hier. Just what I was after. Was? Shit water was after? Das gute Shit water? Das gute alte Schneiderbier habe ich hier. Just these today. Wo haben wir denn den Schneider? Hier unten. Gucken. Schneiderbräu. This oh, guck mal. Auch wenn du hier Produkte einkaufst, ne? Papa macht Geld. Wir kommen ins Plus. Nur noch mit Karte zahlen. Just hallo, nur noch mit Karte. Ey, schön. Da wäre ja noch mehr Zucker gewesen. Der kauft nur eine Schachtel? Sau, und dann auch wieder hier so 17 Dollar Wechselgeld. Exactly what I need. Dreckschwein hier das. Exactly what I need. Unerhört. Salat ist leer. Ja, haben wir nicht mehr. Kann man auskochen oder kriegt man blindmachendes Enzym. Bye. Der geht rein, guckt sich den Kaktus an und geht wieder. Jetzt hat er sich einen Avocado geschnappt. Glück gehabt. Wirst du richtig aggressiv, wenn die Leute nichts kaufen, ne? Sondern nur so gucken. This is perfect. Ja. Just what I was after. Mach richtig noch schön Basmati? Hier für die schwangere Frau daheim. Wir haben auch gar kein Basmati mehr. Basmati ist weg. Steht auch nichts mehr rum. Aber einzig Bier brauchen wir noch. Was ist das für ein Bier? Schneider. Exactly. Nice quick service. Boah, der ist aber richtig viel gekauft. Leer. Du musst deine just Kunden musst einfach nur ein bisschen exactly bedrohen, dann kaufen die mehr. Exactly dann kaufen die mehr. Thanks for the quick service. Just these, thanks. Jetzt gehen die Frühstückstaschen aus. Ich sag's dir, was hier los ist, so. Wenn ich mal wieder jemand, der mit Credit Card paid. Ja, das machen die gar nicht oft genug, ne? Nee. Diese Bananen mit Gurkengeschmack sind auch beliebt. Diese Bananen mit Gurkengeschmack? Was, eine Avocado kostet nur 44 Cent? Goodbye. Kauft eine Avocado, das ist bestimmt so eine Joggerin. Bye. Boah, wenn du hier so eine Folge an der Kasse sitzt, ne? Ich sag's dir, das ist brutal. Es fühlt sich auch an wie echte Arbeit, als würde ich hier wirklich arbeiten. Fühlt sich nicht an, als würde ich jetzt hier Halotri-Spaß am PC haben, sondern ich hab richtig schon so einen Kassiererarm. Exactly what I need. Found it. So, noch ein paar Äpfelchen. So, Bananen gehen nicht so gut irgendwie. Exactly nee. This is just what I need. Phallusförmige Objekte sind im Moment ein bisschen out. Komisch. Das sind eigentlich die besten Objekte. Eigentlich schon. Thanks. Bring these up. Und das gute so, Achtung-Bier ist ja auch schon fast wieder alle, oder was? Ja, Spirituosen gehen gut weg. Und noch ein guter Platz für ein paar Warzig da. Exactly what I need. Einzig Bier. Beerdigung. Waschmittel geht auch schon wieder gut runter, ne? This is perfect. Just was mit Dosensuppe haben wir noch, ja. Ach da. Wir haben gar keinen Platz für Alter, Beerdigung. Alter, die zahlt richtig dick. Das ist doch schon eigentlich fast angeben. Wollen sie sich da über mein klägliches Kassierergehalt lustig machen, oder was soll das? Just these today. Das Aufendorfer hier. Exactly what I was looking for. Das gute deutsche Aufendorfer. Arisch Pilz. Arisch Pilz. Goodbye.
Exactly what I need. Thanks. Ja, machen wir uns heute einen wilden Abend, ne? Mit einem Kohlkopf und Bier. Ja. Richtiger Altherren-Einkauf. Haben wir noch... Ja, Milch müssen wir eigentlich noch haben. Ja, Malk haben wir noch. Vorsicht, ne? Ich darf es nicht so nennen. Sehr geil, wenn es irgendwie... belangt werden. Ein Waschpulver nur noch im Regal. Waschpulver wird eng. Ja, ist unterwegs. Der Lagerist, der hängt noch fest. Der hat ein Drogenproblem, der Mann. Jeder hier in der Stadt hat ein Drogenproblem, seitdem Kreis Industrie hier ist. Seitdem Onkel Kreis Bürgermeister ist. Hier, da haben wir noch grüne Milch. Ja, nicht nur die Verpackung ist grün, sondern Milch ist halt wirklich grün, ne? Ja, ja. Haben wir auch Blaumilch noch? Just these, thanks. Thank you. Boah, jetzt muss ich aber auch mal die Beine vertreten. Uff. Das gute Einzigbier. Ich füll mal Waschmittel auf. Nice. This looks good. Ach, die sind aber auch greedy. Wie sieht's denn mit den Zitronen-Crackerlis aus? Haben wir davon noch genug? Yes. Wieso sind wir noch im Regal ohne Ende? Ja, hab ich nicht gesehen. Hier von der Kasse sieht man das so schlecht, wenn Leute davor stehen. Mehl wird langsam dünn. Mehl ist immer dünn. Ja, Mehl auf Lock halt, ne? Ja, Mehl ist echt auf Lock. Das gute Achtung Bier, schauen wir mal da rein. Waschpulver. Was kriegt ihr zurück? 5, 1, 2, 3, 4, Achso. Von dem einen Bier haben wir. Da haben wir gar nichts. Da haben wir noch nicht mal was im Regal stehen. Da unten ist doch ein Fach komplett frei. Was ist denn das? Oh, keine Ahnung. Ich bin ja richtig beschäftigt, du. Guck mal, wie der Laden am Brummen ist. Kloppen wir hier die Ware weg. Komm gar nicht mehr hinterher. Mir brennt der Kessel. Thanks. Hab dir eine Lungenentzündung an der Kasse eingeholt. Caster Sugar. Jetzt werden nochmal langsam hier die Regale wieder ein bisschen freier. Und da müssen wir echt mal irgendwann anfangen, so ein bisschen, ne, dass man sagt, ey, das Regal für Bier, das Regal für Obst, ne, so. Ja, machen wir ja schon, oder? So. Können das ja jetzt so nach und nach aus. Sortieren. Naja, ich sag, da muss man halt nur den Platz haben. Hier ist das gute Einzig. Wir haben noch viel zu viel Einzig da. Boah, gib's doch mal passend, Leute. Keiner mehr Waschpulver oder was? Ah, es kommt wieder. Ich glaube, die sind schon vorberechnet, bevor die hier reinkommen, weißt du? Die haben ja schon so eine Einkaufsliste und dann sehen die, oh, Waschpulver gab's nicht, als ich auch vorgefahren bin. Meine Waschmittelsinne haben mir gesagt, es ist gerade aus. Das Metall gestrichen, das Waschmittel. Was denn hier mit dem Schneider? Wo haben wir denn Schneider da unten? Von dem Bier ist nur noch eins da. Was ist denn das? Von dem Schneiderboy. Da ist er irgendwie von dem... So, Inge, haben wir noch das Schneiderbräu? Ja, nee, genau, das Bier, was einen Durchfall auslöst. Und hier von dem Tuxen. Tuxen Edelherb. Gute Tuxen Edelherb, du. Guck mal, wir sind über 1200. Ah, ist ja auch Flow jetzt drin, du. Aber wie gesagt, langsam werde ich blind. Also, du wirst da wieder einen Schichtwechsel machen, du. Avocados fehlen, du. Mein Arzt hat mir verboten, so lange an der Kasse zu bleiben. Ja, dieser Tankstellensimulator und Koop gehabt, ne? Goldgrube. Boah, ja, ja. Ja, auch so, weil es einfach... Aus irgendeinem Grund macht es ja auch süchtig, obwohl es total stupide Arbeit ist, ne? Aber irgendwie... Ja. Oh, Leute, jetzt kauft doch mal noch ein Waschpulver hier. So, stell ich das halt da rein.
Ja, aber dann greifen die wieder oben und lassen es unten vergammeln, weil sie so das Gefühl haben, das ist das schlechtere Waschpulver. Chips gehen alle. Werden langsam dünn hier, die Chips. This looks good. So. So, eigentlich haben wir nur noch Milch und... So, was kriegen sie raus? 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avocados müssen wir jetzt noch... Ja gut, soll ich wieder an der Kasse oder was hier? Oder wie? Bist du fertig da? Oh, ich rödel jetzt noch durch, bis wir das Shop-Upgrade haben. Warte mal, wo ist denn die ganze blaue Milch hin, du? Ach da. Die gute blaue. Guck mal, wie sie es jetzt auf einmal hier wieder gesammelt hat. Grünmilch. Oder auch gleich so leer. Typen, die irgendwie halben Grocery leer grosen. Just what I was after. Just these today. Boah, stell mal vor, irgendwann haben wir wirklich so Verkaufdinger von. Ja. Ne, ist 1 zu 4. 1, 2. Wo halt wirklich Leute 400 Euro oder sowas ausgeben hier an der Kasse. Dann aber bitte nur Karte. Ja, bitte, ey. Boah, gib mir einen Huni. Ich hasse Hunderter. Exactly what I need. Just these, thanks. Haben wir noch auf dem Dorf hier? Nee. Noch nicht mal mehr auf dem Dorf hier, du. Thanks for the quick service. Du bist guter Aufendörfer. Just this today. Was? Just this today? Was? Nur Zeus heute? Zeus? Found it. Exactly what I need. Wir kommen aber auch immer jetzt mehr so an Einkäufe, wo die Leute halt mal was für 30 Euro plus kaufen. Ja. Das ist schon krass. Bring these up. Exactly what I need. This is perfect. Oh, kurz ein paar Dehnübungen. Just what I was after. Exactly what I need. Das ist ein harter Job, du, oder? Ja, sag ich dir. Das ist ein harter Job. Oh, Salat ist leer, ne? Alter, ja, du atmest einmal durch und auf einmal stehen da schon wieder 20.000 Leute. Wir brauchen Salat! Ja, ich habe ja aber gerade noch einen kompletten Karren. Schmeiß einfach rein, die Leute können sich selbst irgendwas rausziehen. Exactly what I need. Hä, auf einmal ist das ganze Waschmittel wieder weg, was geht da? Oh, hier hat einer groß, hier so ein Pinkman hat gesagt, ihr braucht das. Goodbye, bring these up. Exactly what I need. Ja, ich was macht ihr denn mit dem ganzen Basmati dazu? Ja, irgendwie California Mische hat er gesagt. Just what I was after. Exactly what I need. What I was after. Wie die Astronauten, hat er gesagt. Wie der Basmati Outgear, oder wie der hieß. Basmati Outgear. Ja, das ist jetzt einfach, weil die alle Produkte finden, die sie brauchen. Und dann kaufen die ein, du. Und dann sind die im Rausch. Dann sind die richtig berauscht. Seitdem wir beim Eingehen Pheromone versprühen, sind die kauffreudiger. Wie McDonald's halt, ne? Da gibt's ja auch irgendwie Rinderpheromone, die versprühen. Damit du mehr Appetit hast. Rinderpheromone. Das ist boah, ich will jetzt ein Kalb essen, du. Goodbye. So. Kohl, Alter, da hat einer eben gerade vom Kohlregal quasi auf den Boden gekackt vor Wut. Just these, thanks. Ja, wir brauchen generell Äpfel, Kohl, also die komplette Obstbagage. Exactly what I need. Thanks. Kohl, Bananen, Äpfel. Das ist ein Spiel, das sich wieder irgendwie in neue Dimensionen des Wahnsinns lockt. Das treibt dich richtig durch. Ne? Ich habe vorhin mich hier, ich habe ja diese Tiny Hands am Stiel. Was? Habe ich mich mit gegeißelt einfach. Sie haben so viele kleine Handabdrücke, wenn sie von ihrem Kind geschlagen. This is perfect. Exactly what oh, da gehen irgendwie Biersorten leer, sehe ich gerade. Und die blaue Milch. Die Blindmachmilch wird auch immer ein bisschen weniger, ne? Exactly what I need. Cool ist auch so, in zwei Paketen hast du irgendwie nur so eine Handvoll, ne? Just these today. Naja. See you next time.
Oh, die blaue Milch, die wird dünn. Haben wir noch ich im Regal hinten. Was mal, jetzt passt. So, ich mach Store-Upgrade. Mach erstmal zu den Store, dass die da... Bam! Oh nein, jetzt ist alles weggeglitscht. Und ich stehe draußen, jetzt muss ich die Kisten komplett ums Gebäude tragen. Echt? Ja. Jo, ich muss abkassieren. Mach doch zu einfach. Ja, mach ich. Mach du zu. Ich kassiere gerade noch ab. Ja, ich laufe ums Gebäude und hol den Kohl. Mach ich jetzt zu. Wo ist denn hier? Ja. Store is closed. Store is closed. 3, 1, 2, 3, 4. Boah, hol dir nochmal was raus. Alles nur Barkunden oder was? Bring these up. Oh Gott. So. See you next time. These today. Aber das Lager wird natürlich auch automatisch größer. Glaube ich, oder? Ja. Goodbye. Uff. Haben wir noch Platz im Aufendorfer hier? Ein bisschen. Warte mal, ich schieb's kann man da hinten hin. Können wir alle... Oh, der eine Kühlschrank ist ja komplett leer geplündert hier. Ist gar nichts mehr drin. Das Achtung-Bier ist leer auch. Das Achtung-Bier. Das, du hast keine Achtung-Bier. So. Hast du noch einen Kühlschrank gekauft? Nee, der war die ganze Zeit hinten im Eck gestanden. Ach so. Boah, das Spiel ist einziger Film, du, ne? Das ist richtig geil. Richtig geiler Rausch. Ja, aber die Schicht für heute haben wir hier dann auch wieder durchgekloppt. Ja, sicher. Oh, hab ich noch das kleine Schniedelregal hier. Ein bisschen Kehrmehl. Mehl, aber hier eine zweite Reihe. Kann da ganz oben was draufstellen? Nee. Oh, das war's wieder. Oh, die fressen uns ja aber alles weg. Ja. Also Business ist booming. Ja. Hier, Apfelzähmt haben wir bestimmt noch Platz hier, ja, siehst du. Kann man nicht erstmal die Kartons hinten aus dem Regal so. Haben wir noch im Schneider, ist da noch Platz, ja. So, dann kann man nämlich die Kartons schön abfüllen, die ja, halb leeren immer. Ich wollte nur so einen Angestellter, der die halt so klein tritt. Na gut. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Heil dem Kaktus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tüdelüdel.